Hey, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der SPL. Und diesmal werde ich hoffentlich mal nicht beobachtet. Ich schaue mal kurz nach. Okay, ich bin unbeobachtet. Erstmal kann ich es so sagen. Hey, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der SPL. Dieses Mal kämpfen wir gegen den guten B-Lex. Ja, letzter Spieltag habe ich etwas verkackt. Etwas. Joa. Ich muss. Na gut, aber erstmal gehe ich über mein Team rüber. Erstmal mein Choice Packs, Rotom Heat, was allgemein. Erstmal will ich auch sagen, was er potenziell haben könnte. Er hat potenziell Katapultra, was. Mehr benötigt er nicht. Nee, eigentlich schon. Alles klar. Also gut, er hat potenziell Katapultra, Gravit, Pataranja, Barrikadax, Griffeldes, Pandagro, Aquana, Psyana, Rotom Frost, Smetbo und Lamelux. Oh, Lamelux wurden gar nicht angezeigt beim Teambuilding. Scheiße. Wenn das fistet mich jetzt komplett. Ich seh's kommen. Genau das ist jetzt das Mon, das mich jetzt komplett zerstört. Oh je. Das hat mir beim Teambuilding ja nicht angezeigt. Ich hätte. Es ist doof. Egal. Passt schon. Rotom Heat, Choice Bags, halt. Böllern. Ich muss gegen das Team Hyper Offense spielen, sonst bin ich gefistet. Das einzige defensive Pokémon, was ich hier dabei habe, ist tatsächlich mein Doggetick und zum Teil mein Araquanet, was nur Sticky Webs liegen sollte. Dann Mamoswine, draufböllern, Shitmolly, um zum draufböllern, wie du Fass auch zum draufböllern. Die Namen sind ein paar zum Triggern und dann kannst du anfangen. Ich muss sagen, die Musik werde ich auch wieder mal in der. Ich sollte erstmal mein Team, hey, ich sagte mein Team erstmal, ja, wäre eine Idee, ich bin so gut vorbereitet, obwohl ich bin diesmal halbwegs gut vorbereitet, also ich muss sagen, das bin ich jetzt nicht komplett kacke, hoffe ich zumindest. Man weiß dann nie bei mir. Alright. Ah, let's go. Er hat angefragt und ich habe hier. Ich bin aufgeregt, das fuck. Ich muss kurz schauen, ob ich die Fähigkeiten alles richtig habe. Mal schauen. Na gut, accept. Gravit ist dabei, er hat Obsidian dabei, okay. Er hat Griffeld ist nicht dabei, was? Was? Why? You too, man. Warum kein Griffeld ist? Alter, ich hab so viel Angst vor dem Drecksvieh. Ich bin so froh, dass ich. Boah. Okay, let's go. Ja, let's go! Ich denke, er wird jetzt eh auf Psyana gehen. Er wird jetzt eh auf Psyana gehen. Bitte, geh einfach auf. Bitte. Geh auf Psyana, bitte, geh auf Psyana, bitte. Das ist so gut. Nach Koparaja gehe ich danach einfach direkt auf Sticky Webs. Oder? Okay, let's go. Yes! Oh mein Gott! Das ist weg! Nice! Warte, was kann Koparaja? Warte, langsam. Koparaja. Kannst du irgendwas, um mich zu treffen? Du bist scheiße langsam. Du bist wahrscheinlich nicht schneller als mein. Oh mein Gott! Alter, ich hab Herzrasen, holy shit! Ey, wenn der jetzt schneller ist, ne? Sigwip? Gut, ich hab's draußen. Er geht auf Rocks, ist fein. Was? Timer? Was? What? Oh, restart. Oh, shit. Wow. Oh, nee, okay, dann muss ich schnell machen. Dann geh ich jetzt.
gehe ich jetzt? Was gehe ich jetzt? Egal, ich habe noch Damage. Das Teil ist einfach weg, weil ich brauche das Teil nicht mehr. Tatsächlich, er kriegt es nicht mehr weg. Das ist verdammt nice. Vor allem ist es, hoffentlich hat er... Ich soll nicht machen. Iron it! Oh lol, let's go. Ich krieg noch mehr Damage drauf. Ich hätte resten können! Egal. Ich kann einfach EQ'en, let's... Oh mein Gott, ja, einfach EQ'en, ich kann einfach EQ'en. Ich EQ einfach. Ich EQ einfach EQ, ist mir scheißegal. Ja, kein Switchen mehr. Gott. Ja, Protect. War so klar. Oh, ich hab nur 4 Moves drauf? Hä? Wieso hab ich noch 4 Moves drauf? Ich hab zweimal Knockoff! Ups. Wish. Okay. Drück Knockoff. Ich drück einfach Knockoff. Ist mir scheißegal. Ich drück jetzt einfach Knockoff. Ich hab keine andere Wahl. Egal was jetzt passiert. Also Protect war klar. Ich drücke einfach nochmal Knockoff, um deine Leftover so zu werden. Mal ruhig. Ey, wenn ich doch einmal meinen, er geht auf Obstagoon. Scheiße, er geht auf Obstagoon. Oh Gott. Vielleicht hätte man die... Obwohl, eigentlich nicht wirklich. Brauche ich meinen Fidofass? Brauche ich das Teil noch? Ich habe Thunderfang und mache so viel Damage wie möglich. Wie viel Damage mache ich erstmal mit? Andere Frage, wie viel Damage mache ich mit ihm? Fall down. Ging up. Stagoon. Ja gut, der killt mich halt einfach. Ist es mir denn egal? Oder Tank Togetic was? Togetic. Ich könnte was tanken. Aber ich gehe danach, soll ich nach der Target-Tick gehen? Ich glaube, ich könnte einfach rot umgehen. Danach kann ich rot umgehen oder hier auf Target-Tick. Ja, auf Target-Tick dann. Ja, fast hat er killed. Target-Tick. Dritte Over-Prediction und auf Flamethrower? Wäre auch eine Option tatsächlich, jetzt auf Flamethrower zu gehen. Es wäre eine Option. Memo sein könnte potenziell durchgehen einfach. Parting Shot, oh fuck. Hat ja auch, stimmt. Hm.
Ups, like critical hit. Ich geh auf Roost jetzt mal. Ja, ich kann Roosten, let's go! Ich kann auf jetzt Roosten. Toxic ist insane. Toxic ist aber insane. Ja, was macht der jetzt? Macht der mal mehr oder so? Der Metronom oder so? Ja, ich kann aber roosten. Ja! Togetic gewinnt das 1v1 gegen Kumaranja. Okay. Die Webs sind super insane gerade, ne? Und ich ging auf Dings. Gut, ich konnte halt nicht auf Thunder Charge gehen, weil sonst Grabbit da reinkommen hätte können. Ja gut, Crunch aus dem Ordner und der beste Play. Hab mir kurz überlegt. Nehm ich auf? Ja, nehm ich. Aber ja, ein bisschen viel Zeit, das Toxic machen gerade jetzt zu schaffen. Vor allem Rotom macht sehr viel Pressure und ich muss schauen, wie viel Rotom gegen eine. Geht auf Obstagoon, okay. Geht auf Obstagoon. Ich tanke. Wie viel mache ich? Es reicht halt nicht aus. Eigentlich ist es egal. Er killt sich jetzt auch selbst. Okay. All in all wäre jetzt eigentlich Mamoswine der beste Play. Wenn er auf Vaporeon geht, gehe ich auf Rotom. Wenn er auf Vaporeon geht, dann gehe ich auf Shitmonlee und drück einfach HJK. Nee, das ist auch nicht der Play. Der beste Play ist eigentlich auf Rotom zu gehen. Ja. Okay, jetzt geht's. Das Ganze. Ne. Overheat wäre ein Play. Er kann jetzt immer noch Curse. Da kann er Clear Body haben, ne? Clear Body wäre jetzt halt seine Rettung. Aber egal, dann wäre es halt ein GG. Von seiner Seite aus. Frage. Killt ein T-Bolt? Ist eine andere Frage. Geh erstmal auf Vaporeon. Wo ist das aus? Hier macht Dark Bull, das ist, macht halt nichts. Jetzt geht, kommt halt die scheiß 50-50. Ich kann auch Red Locker scouten, ne? Das ist wahrscheinlich auch nichts zu verlieren hätte, wenn er das jetzt tun würde. Gut, er hat aber keine Leftovers mehr. Was war ich jetzt? T-Bolt? Ich schaue nicht hin. Er bleibt drin! Oh mein Gott! Er drückt Protect, nice. Ich gehe auf EQ. Er drückt nochmal Protect. Oder? Wer das ist der Play? Mamoswine.
Das ist eine Roll, ne? Hier geht die Roll ein. Nein! App macht nochmal Wish. Ist es eine Roll überhaupt? Es ist eine verdammte Roll. Es ist eine verdammte Roll. Ich krieg die Roll. Nice. Hab kein Clear Body. Okay, da ist kein Crash. Oh, warte. Digga's B. Wir machen Quick Attack. Es macht. Ist auch eine Roll. Mit Choice Band ist es eine Roll, ne? Also Crash killt halt. Ja. Er hat Niachi Berry, nein! I'm sorry, nein! Nein! Es tut mir so leid! Was hast du gedrückt? Oh Mann! Nein! Ah, Mann! Ja, jetzt Ice Shot. Killed. I'm so sorry. Er hat kein Dings. Wenn, jetzt müsste ich den einfach raus. Wow. Darum hasse ich Monst. Aus dem Grund hasse ich Monst. Jetzt sind die Leute einfach nur salty. Ich meine, ich freue mich so auf den Win, aber... Der Flinch hat's einfach... Der Flinch hat's halt einfach geregelt. Obwohl, war ich mit Hitmonlee, war ich, glaube ich, auch nicht schneller als Dragapult. Weil... Ja. Yachi Berry war sehr gut auf seiner Seite. Ich hätte rausgehen sollen, aber ich hatte halt nichts zu ver... Ja gut, aber ich glaube damit, wenn ich damit... Ich kann es nicht glauben. Ey, was ist das hier, Alter? What the fuck? Allerdings werde ich jetzt wahrscheinlich... Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Nächsten Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal war der Kampf relativ geil eigentlich. Bis auf den Flinch am Ende. Da hat es halt echt entschieden. Das war halt schon schade, meiner Meinung nach. Gut, Rotom hätte auch nicht so gelebt. Das wäre halt trotzdem noch spannend geworden, tatsächlich. Hätte er Flamethrower gedrückt oder irgendeinen Move? Hätte Shadow Ball gehabt? Ja, hätte vielleicht sogar gewonnen an der Stelle. Es war aber trotzdem relativ ein gutes Match. Bis dann und bye.